Heute versuche ich, selbsternannte Piloten an die Kette zu legen. Mein Name ist Kreuzretter Kascher und ich begrüße euch zum Sonntagsvideo. Schön, dass ihr dabei seid. Diese Kettenpiloten scheitern schon am Briefing vor dem Abflug und selbst der Tower würde die nicht verstehen. Im Gegensatz zu Echtpiloten zeichnen diese Tiefflieger sich durch Inkompetenz aus. Also begebt euch in eine aufrechte Sitzposition, stellt das Rauchen ein, denn wir heben nach dem Intro ab. Der Kapitän dieses Videos wünscht einen angenehmen Flug ins Kämmerland. Ja, bitte. Ja, hallo, guten Tag, Andreas, haben Sie Sprechenapparat? Wie geht's Ihnen heute? Alles in Ordnung soweit? Wer ist da bitte? Andreas Santo bin ich, ja? Ich habe ihn angerufen wegen Ihrer Anmeldung, was Sie bei uns gemacht haben, ja? Über Kryptowährung. Ja? Und ja. Was heißt genau. Bei uns? Ja, Sie haben eine Anmeldung bei Chain Pilot Bot gemacht. Was? Über Kryptowährung. Was für eine Seite? Chain Pilot. Chain Pilot? Ja. Wann habe ich das denn gemacht? Ganz kurz. Vor einer Woche. Ja, vor einer Woche. Vor einer Woche. Scheinpilot. Ja. Wen wollen Sie sprechen, bitte? Sie sind der Harald, oder? Bitte? Rotermund. Rotermund. Der Rotermund ist mein Name, das ist richtig. Aber ich gucke gerade genau. In meinem Verlauf, bei Scheinpilot habe ich mich nicht registriert. Okay. Aber bei uns ist die Anmeldung gekommen, ja? Ja, woher kommt die dann? Ich weiß es nicht, ja, weil sie haben das selber gemacht, ja, und es kommt sofort bei unserer Plattform. Ich sagte gerade, bei Scheinpilot habe ich das nicht gemacht. Ich kenne Ihre Seite gar nicht. Scheinpilot? Okay. Ich kann genau. Mir Ihre Seite ja mal anschauen. Über automatisch Handelssystem, ja. Ja, aber trotzdem kenne ich Ihre Seite nicht. Ich habe in meinem Verlauf geguckt, also Scheinpilot, buchstabieren Sie doch mal Ihre Webseite. Vielleicht kenne ich Sie ja doch. Dann müsste ich mal auf Ihre Webseite schauen. Okay. Sind Sie bei Google? Ich bin am Rechner, ja. Ich weiß, wie man etwas sucht. Buchstabieren Sie mal. Okay. C wie Cäsar. Ja. H wie Heinrich. Ja. Anton. Ja. Ida. Ja. Nordpol. Ja. Paul. Ja. Ida. Ja. Ludwig. Ja. Otto. Ja. Theodor. Ja. Punkt. Punkt. Cäsar. Ja. Otto. Ja. Punkt. Udo. Konrad. Ja, also die Webseite ist ja dann chainpilot.co. Ja. Das ja. Hat ja dann, was danach kommt, ist ja nur die Ländersprache. So, dann gucken wir doch mal. Chain Pilot sagt mir irgendwie gar nichts, aber ich schaue mal auf Ihre Webseite. Okay. Öffnet sehr langsam. Vielleicht, Sie haben schlechte WLAN oder Ihre... Ich habe gar kein WLAN. Computer. Achso, haben Sie kein WLAN? Nein, ich bin am Computer und ich bin nicht mit einem WLAN verbunden. So, also... Ach so. Ja, ich kenne mich ein wenig aus. So, Chain Pilot. Wo kann man das dann auf Deutsch umstellen? Ganz gut. So, Sie haben das nicht auf Deutsch, das ist auf Englisch. Richtig, eben. Und aber Sie können... Wo kann man das denn auf Deutsch umstellen? Genau,
Wenn ja, Sie mit Ihrer zweiten, schauen Sie bei Ihrer Maus, ja? Mit dem zweiten auf den Maus klicken Sie und dann finden Sie da Sprache ändern, ja? Oder Sprache... Nein. Finden Sie nicht? Nee. Zweite mit Ihrer Maus, aber was meinen Sie? Meinen Sie die rechte Maustaste? Genau. Nee, da steht nichts mit Sprache ändern. Haben Sie da Translate Deutsch oder Translate auf Englisch oder Übersetzung? Nein, habe ich nicht. Also ist es eine rein englische Webseite. Wie soll ich mich da denn angemeldet haben, wenn ich spreche doch gar kein Englisch. Wie soll ich mich da denn anmelden? Sie haben gesagt, ich soll mich da angemeldet haben. Wie soll ich mich denn da angemeldet haben? So. Schauen Sie ganz kurz da, bitte, ja. Können Sie bitte meine haben Frage Sie beantworten? Unten ganz, ja, gut. Schauen Sie ganz Nein, kurz. Nein, Sie sollen und, meine Frage beantworten. Lieber Herr, Sie haben den Sprache da. Wo Sie denn? Haben den Sprache da. Wo denn? Ja, schauen Sie unten rechts, haben Sie Englisch, Französisch, Italienisch und Deutsch. Haben jetzt, Sie gefunden? Jetzt haben wir das. Sie kennen sich aber nicht auf Ihrer Webseite nicht so gut aus. Gut, okay. Und was bietet Ihre Firma jetzt an? Ja, unsere Firma bietet den vollautomatischen Handelssystem, ja? Über den Roboter. Ja. Und die Roboter kennen die Preisdifferenzen, ja? Es kauft, wo billiger sind und verkauft weiter, wo es teuer sind, ja? Und die Roboter öffnet jedes Tag über 27 Transaktionen, ja? Macht 720 Transaktionen per Tag, ja? Und per Stunde macht 30 Transaktionen. Okay? Ja. Er kennt die Preis. Das, was ist er das kennt für die ein Preis, Roboter? Preisdifferenz. Was Noch einmal? Was ist das für ein Roboter? Was meinen Sie? Ich sag's nochmal auf Deutsch. Was ist das für ein Roboter? Ja, das ist die Plattform, ja? Ja, was, wo, Sie die Roboter. Haben gesagt, ja. Und welcher Roboter arbeitet da? Ja. Wie welcher Roboter? Sie verstehen gar kein Deutsch, oder? Das ist eine ganz klare Frage. Ich verstehe Deutsch, ja. Ja, dann beantworten Sie doch meine Frage. Welcher Roboter arbeitet da? Ist das der Metatrader oder was? Nein, es hat keinen zu tun mit MetaTrader, ja. Ja, und welcher Roboter arbeitet dann bei Ihnen? Wie heißt der? Lieber Herr, die Plattform ist mit dem Roboter verbunden, selber, ja. Ja, und wie heißt der Roboter? Wie heißt der Roboter? Der Roboter hat keinen Namen, erstmal, ja. Der hat einen Roboter, der keinen Namen hat. Und wie will der dann handeln, wenn er gar keinen Namen hat? Wie heißt denn dieser Roboter? Der muss doch einen Namen haben. Ihr Roboter hat keinen Namen. Okay, schon seltsam. Gut, okay. Lieber Herr, Ich bin kein lieber Herr. Sie kennen meinen Nachnamen, dann sprechen Sie mich bitte mit dem Nachnamen an. Herr Rotenmund, ja? Ja. So. Das Roboter ist installiert selber bei der Plattform, ja? Und er arbeitet selber, okay? Das heißt, der hat dann Zugriff auf mein Geld, mein Konto, wenn ich bei Ihnen einzahle? Weil wie will er das sonst machen? Genau, die Roboter wird selber handeln, ja? Mit meinem Geld. Die Preisdifferenzen. Ja, normal. Ja, das ist nicht normal. Weil sie ist nicht normal. Ja. Sie werden dazu auch Gewinne erreichen, ja? Ja, wenn der Roboter was falsch macht? Ja, der Roboter macht keine falsch, ja? Warum Weil nicht? Er kennt die Preisdifferenz. Weil er kennt die Preisdifferenzen, ja? Und sie profitieren zweimal erstmal, ja? Einmal profitieren Sie, wenn die Bitcoin
aus groß geht, ja, und einmal von den Preisdifferenzen. Mhm. Wenn die Bitcoin steigt und auch von den Preisdifferenzen. Okay? Ich sage nicht, sie werden in einem Monat Millionär sein, ja. Aber wenn sie mit einem kleinen Kapital einsteigen, ja, die Roboter macht 0,2% bis 0,5% am Tag. Gut, damit sind Sie fertig. Gut, alles klar. Gut, ja. Ihre Webseite, wie lange sind Sie schon mit dieser Firma am Markt? Mit dieser Webseite? Schon seit 2017. Seit 2017, mhm. Gut, ja. Und wie kann man da bei Ihnen einsteigen, genau? Was meinen Sie, ein Konto zu öffnen, oder? Richtig. Ja, Sie haben da bei die Plattform, Sie sind gerade bei die Plattform, oder? Richtig. Bei Time Pilot. Okay, Sie können einfach bei Registrierung draufklicken, ja. Und dann müssen Sie den Formular ausfüllen. Den Formular. Was steht da drin in dem Formular? Ich guck mal. Die Webseite ist sehr langsam. Ja, vielleicht Ihr Computer ist langsam, mein ja. Mein Computer ist sehr schnell. Ihre Webseite ist sehr langsam. Ja, das aber bei mir die Seite öffnet sofort, ja. Ja, weil Sie ich das schon nicht, im Cache, weil Sie die Webseite im Cache haben und ich habe sie nicht im Cache. Wissen Sie, was ein Cache ist? Oh, offensichtlich. Noch einmal? Ja. Wissen Sie, was ein Cache ist? Nein. Ja, das ist mir klar. Die Webseite öffnet immer noch nicht. Ich habe auf Registrierung geklickt. Die öffnet nicht. Was sehen Sie da? Ich sehe drei Punkte, die einfach, das ist im Prinzip sowas wie eine Sanduhr. Genau, weil Sie kein Internet so gut haben. Ich habe ein extrem schnelles Internet. Ich habe Gigabit-Netzwerk. Das liegt an Ihrer Webseite. Alle anderen Webseiten öffnen in Sekundenbruchteilen. Es kann nicht sein. Doch, ist so. Das ist so. Jetzt hat was aufgemacht. So, gut. Okay. E-Mail-Adresse und Passwort. Welche E-Mail-Adresse und Passwort? Ganz kurz. Jetzt haben Sie da Login und registrieren, oder? Ich habe... Melden Sie sich bei Ihrem Handelsroom an. Genau. Ich habe doch gar keinen Handelsroom. Genau. Nein, ganz kurz. Ja, ich lese nur das, was hier steht. Genau, Sie haben da anmelden und Login und registrieren, oder? Richtig. Sehen Sie, mit Weiß? Genau, klicken Sie bei Registrieren drauf. Und dann kommt die Formular mit Ihrem Vornamen, Nachname, E-Mail-Adresse, Stadt, Handynummer, Ihr Geburtsdatum. Nee, gedauert wieder sehr langsam. Die Webseite ist einfach sehr langsam. Ich verstehe das nicht. Warum? Ich wollte es Ihnen ja gerade erklären. Sie haben Ihre Webseite in Ihrem eigenen Cache. Das wurde schon mal geladen. Ich habe sie nicht. Und deswegen wird es mir nicht angezeigt. Verstehen Sie nicht, ne? Sie haben ich verstehe Ihnen, ja. Ja, gut, dann erklären Sie mir doch mal, was ein Cache ist. Ja, wissen ja, Sie nicht. Dein Cache weiß ich gerade nicht, ja. Ja, eben, das sage ich ja. Sie haben, okay, gut, also. Das hat sich immer noch nicht geöffnet. Wie kann ich gegebenenfalls mein Geld zu Ihnen transferieren? Bei uns. Ja, mit wem denn okay, sonst? Dann. Genau. Aber mit was möchten Sie das einzahlen erstmal? Mit was? Welche Möglichkeiten bieten Sie denn? Ja,
wir haben drei Möglichkeiten, ja. Einmal über Kryptowährung, ja, über Bankverbindung und auch Kreditkarten. Bankverbindung klingt gut. Okay, dann soll ich die Bankdaten schicken? Ja, das wäre sinnvoll. Okay, dann benutzen Sie WhatsApp bei dieser Nummer, wo wir gerade sprechen? Nein, WhatsApp ist nicht datenkonform, deswegen nutze ich gar kein WhatsApp. Okay, dann soll ich per E-Mail schicken? Richtig. Okay, super. Dann ich werde jetzt sofort vorbereiten, die Bankdaten. Ja, ich bleibe und dann ich werde Ihnen okay, bleiben Sie da. Und mit welchem Betrag möchten Sie gerne anfangen erstmal? Das muss ich mir erst überlegen. Ich muss erstmal, ich habe noch ein bisschen wenig Infos. Muss ich erstmal gucken. Okay, weil ich muss auch meine Supportin schreiben, ja, damit ich Ihnen den Bank bekommen kann. Ja gut, aber wie viel ich einzahle, das hat ja nichts mit Ihrer Kontonummer zu tun. Noch einmal? Mit wie viel ich starte, hat doch nichts mit der Kontonummer zu tun. Oder haben Sie für jeden Betrag ein extra Konto? Genau. Sie haben für jeden Betrag ein extra Konto? Ja, unsere Firma hat die Konten, ja? Die Bankkonto. Ja, und für jeden Betrag hat jeder Kunde ein extra Konto. Eine extra Kontonummer bei Ihrer Bank. Da müssen Sie ja tausende von Banken nein, haben. Nein. Ja, ich habe also, mich falsch verstanden vielleicht. Dann ist es ja egal, mit welcher Summe ich starte. Schicken Sie mir einfach Ihre Bankdaten. Okay. Dann geht das. Okay, alles in Ordnung. Nur ein kleines Moment, ja? Warten Sie, Leitung. Ja. Nur ein kleines Moment, ja? Ich warte jetzt von meinem Support in die Bankdaten. Ihre E-Mail-Adresse lautet harald-rotermund@mailbox.org, oder? Das ist richtig. Okay. Nun hat der nette Kettenbetrüger mich sage und schreibe 4 Minuten und 50 Sekunden warten lassen. Aber nun geht's endlich weiter. Hallo, sind Sie noch da? Ja, ich bin hier. Das dauert aber lange bei Ihnen. Jetzt, ich werde per E-Mail schicken, ja? Ja. Ja, hör mir jetzt zu. Ja, dann muss ich jetzt noch die Weide vorstellen. Ja, so. Ja,
Okay. Sie hören mich, oder? Ja. Okay, jetzt werde ich per E-Mail senden, ja? Ich denke, Sie haben das schon per E-Mail gesendet, haben Sie gerade gesagt. Ich habe jetzt geschickt. Schauen Sie. Ja, ist noch nicht. Aktualisieren Sie kurz Ihre E-Mail-Adresse. Keine E-Mail da. Okay, ein kleines Moment. Immer noch keine E-Mail da. Aktualisieren Sie kurz Ihre E-Mail-Adresse, bitte. Ja, mache ich permanent. Ist keine E-Mail da. Schauen Sie kurz. Ja, ich tue es doch die ganze Zeit. Es ist keine E-Mail da. Jetzt wird 100% da sein. Nein, ist es nicht. Schauen Sie noch einmal. Ich aktualisiere permanent. Es ist keine E-Mail da. Okay. Okay, vielleicht ist es bei Spam gelandet. Ich habe keinen Spam-Ordner. Wie haben Sie keinen Spam-Ordner? Dann keine Spam-Ordner. Schauen Sie Ihre E-Mail-Adresse, ich habe schon geschickt. Hey, was schreien Sie mich denn so an? Ich kann doch nicht das für, wenn Ihre E-Mail bei mir nicht ankommt. Was kann ich denn dafür? Sagen wir mal ein bisschen freundlicher. Ihre E-Mail ist bei mir noch nicht angekommen. Okay, dann abmelden Sie noch einmal bei Ihrer E-Mail-Adresse und melden Sie wieder. Ja, habe ich jetzt gemacht. So, einloggen. Keine E-Mail da. Ich habe doch geschickt. Ja, aber wahrscheinlich ist der E-Mail-Server so langsam oder so. Keine Ahnung, ich habe doch keine bekommen. Vielleicht dauert es ja ein bisschen. Ich weiß ja nicht, von wo Sie die E-Mail senden. Okay, dann warten wir kurz. Ja. Ich werde Ihnen Weil sagen, ich habe schon da das ist. Geschickt. Ja. Aber wie gesagt, ist doch keine da. Ich weiß es nicht, warum hat... Ja, das warum liegt, dauert, ja? Das Weil liegt dann manchmal, es kommt sofort. Ja, aber manchmal dauert es wohl etwas länger. Das liegt wohl an Ihrem E-Mail-Server. Der arbeitet wohl nicht so schnell. Haben Sie vielleicht eine andere E-Mail-Adresse? Nein, habe ich nicht. Haben Sie nicht. Ist noch nicht gekommen, oder? Nein, ist es nicht. Okay, das ist ein bisschen komisch, ja, weil ich habe doch. Okay, ich sende noch einmal, ja. Ich versuche noch einmal zu schicken. Andere E-Mails kriege ich, nur Ihre nicht. Okay. Also Ich werde jetzt noch einmal senden, ja. Also liegt es an Ihrem E-Mail-Server, weil meine E-Mail-Adresse funktioniert. Ich kriege laufend andere E-Mails. Wir schicken jeden Tag E-Mail, ja. Ja, und aber Ihr E-Mail-Server scheinbar... Hat kein Problem. Ja, scheinbar doch. Sonst hätte ich die E-Mail doch schon bekommen. Okay, ich sende noch einmal jetzt, ja? Ja, machen Sie mal. Aber wenn die erste nicht ankommt, dann wird die zweite ja auch nicht kommen. Wie haben Sie denn meine E-Mail-Adresse geschrieben? Ja. Meinen Namen? Ja.
Haraland minus Jotermund. Nicht Haraland, Harald. Harald, ja. Lesen Sie genau vor, was da steht. Buchstabieren Sie am besten mal. Heinrich, Anton, Richard, Anton, Ludwig, Dora, minus Richard, Otto, Theodor, Heinrich, Emil, Richard, Martha, Udo, Nordpol, Dora, Theodor, at mailbox. Otto, Richard, Gustav. Ja, ist völlig richtig. Genau. Aber es ist keine E-Mail da. Aber ich verstehe gerade nicht. Ja, ich auch nicht. Meine E-Mail-Adresse funktioniert ja. Das muss ja dann bei Ihnen liegen. Okay. Ist noch nicht gekommen, oder? Nein. Sagen Sie mir doch mal Ihre E-Mail-Adresse, dann schreibe ich Ihnen doch mal. Okay. Schreiben Sie. Ja, Augenblick. Ich muss so eben kurz aufmachen. So, Moment. So. Dann buchstabieren Sie mal Ihre E-Mail-Adresse. Ja. S wie Siegfried. Ja. U wie Udo. Ja. Doppel-P wie Paul. Ja. O wie Otto. Ja. R wie Richard. Ja. T wie Theodor. Ja. At. C wie Cäsar. Ja. H wie Heinrich. Ja. Anton. Ja. Ida. Ja. Nordpol. Ja. Paul. Ja. Ida. Ja. Ludwig. Ja. Otto. Ja. Theodor. Ja. Punkt. Martha. Ja. Anton. Ja. Ida. Ja. Ludwig. Chatpilot.mail. Ida. Genau. Schreiben Sie einfach eine Hallo und senden Sie bitte. Nee, die E-Mail-Adresse gibt's nicht. Support@chainpilot.mail gibt es nicht. Ich hab's direkt Es gibt nicht. Ja, es wird direkt zurückgesendet. Die Adresse gibt es nicht. Wie, es gibt nicht? Was meinen Sie? Ich lese es Ihnen vor. Das Senden der Nachricht an folgenden Empfänger ist fehlgeschlagen. Support@chainpilot.mail ist fehlgeschlagen. Das heißt, die Domain ist nicht gefunden worden. Haben Sie bei von den M eine E gemacht? Vor welchen M? E-Mail, haben Sie gesagt. Meinen Sie E-Mail? Genau. Nee, genau. Das haben Sie ja nicht gesagt. Ja. Dann schreiben Sie eine E von den M. Aha. Aha, dann hat sie es falsch buchstabiert. So, jetzt habe ich es rausgeschickt. So, jetzt ist auch gerade Ihre E-Mail gekommen. Jetzt gerade ist die erste E-Mail gekommen. Es dauert aber sehr lange bei Ihnen. Okay. So. Sehr schön. Sie haben eine Bank in Litauen? Ja. Wo ist denn der Sitz Ihrer Firma? Wir benutzen die EU-Bank wegen die Steuer, ja? Sie brauchen gar nicht Gebühren und Steuern zu bezahlen. Es ist ja keine EU-Bank. Das ist eine litauische Bank. Ja. Wo sitzen Sie denn? Wo ist der Hauptsitz Ihrer Firma? Wo ist Ihre Firma gemeldet? In England.
In England. Warum haben Sie dann keine englische Bank? Ja. Noch einmal? Warum haben Sie dann keine englische Bank? Haben wir auch. Ja. Aber wir benutzen, ja. Genau, aber wir benutzen die EU-Bank, ja, damit wir keine Steuer zahlen. Damit Sie keine Steuer zahlen? Für was denn? Für eingehendes Geld müssen Sie doch keine Steuer bezahlen. Ja, normal müssen Sie Steuer bezahlen. Wie in Deutschland. Sie oder zahlen ich? Zahlen Sie keine Steuer? Ja, Sie haben gesagt, Sie benutzen eine Bank in Litauen, damit Sie keine Steuern zahlen müssen. Das hat ja nichts mit mir zu tun. Nein, nicht ich, sondern Sie. Ja, das haben Sie. Sie haben gesagt, dass Sie keine Steuern zahlen müssen. Das heißt also, Sie nutzen. Lassen Sie mich doch bitte mal ausreden. Sie nutzen eine litauische Bank, damit ich keine Steuern zahlen muss. Ist das richtig? Sie, ja. Nee, das hat ja nichts mit der Bank zu tun, sondern da, Steuer bezahle ich dann, wenn ich Gewinn habe. Lass Sie mich doch bitte einmal ausreden. Sie unterbrechen mich permanent. Das sind die Bankdaten. Wenn Sie möchten, ja, weiter mit uns arbeiten, haben Sie die Bankdaten da. Wenn nicht, dann lassen Sie das einfach und Ja, genau. Wo ist Ihre Firma denn reguliert? Ja. Sie sind doch eine... Ja, in England. In England, gut. Und wo? Bei welcher Behörde? Ja. Bei, Sie haben auch bei Investing, ja? Nein, bei welcher Behörde sind Sie reguliert? Ihre Firma Chain Pilot. Wo ist sie in England reguliert? Ja, in England. Ja, wo denn? Bei welcher Behörde? Bei der PRA oder bei der FCA? Ja, bei FCA. Bei FCA, sehr Register. Schön. Dann geben Sie mir doch bitte mal bei die Register. Hab ich verstanden. Dann geben Sie mir bitte mal die Registrierungsnummer bei der FCA. Das sind 6 Zahlen. Ja, schreiben Sie einfach die Nummer. Ja, welche Nummer denn? Sie haben den Namen von unserer Firma. Nein, ich brauche die Nummer. Schreiben Sie. Die Nummer der Lizenz, genau. Schreiben Sie. Ja. 56. 36. 74. Sehr schön. Das ist Ihre Lizenznummer. Ja. Und Sie werden einen großen Schwanz finden. Ach, also ein Betrüger sind Sie. Na, Betrüger? Bist du so dumm? Was ist los, kleiner dummer Betrüger? Na, noch da? Nach den Kettenpiloten habe ich nun noch ein besonderes Schmankerl für euch. 2 Anrufe der BaFin habe ich aufnehmen können. Diese letzten 2 Anrufe sind neueren Datums und daher durch die Einstellungen, die ich gemacht habe, etwas lauter. Nun freut euch auf das, was die BaFin mir mitteilen will. Ja, hallo? Einen schönen guten Tag. Ich wollte mit Herrn Richard Siebeneicher sprechen. Ja, das bin ich. Grüß Gott, Herr Siebeneicher. Mein Name ist Maria Schulz. Ich grüße Sie. Ich melde mich von Finanzmarkt, Herr Siebeneicher, wegen Ihres Interesses am Finanzmarkt, ja? Sie haben bei uns angemeldet, weil Sie ein Konto aktivieren möchten. Stimmt das, ja? Ich weiß ja nicht, wer ist denn bei uns? Also Maria Schulz ist mein Name. Ich rufe Sie von Finanzmarkt an. Das sagten Sie bereits.
Sie haben an unsere Werbung weitergeleitet, weil Sie Handelskonto aktivieren möchten. Ja, und wer sind Sie? Welche Firma sind Sie denn? Ach so, okay. Ich rufe Sie von Finanzmarktaufsichtsbehörde. Wir sind kein Firma, also Handelsplattform, sondern wir sind Finanzaufsichtsbehörde, die für die Kunden aktives Handelskonto aktiviert, ja? Womit Sie bekommen unsere Finanzexpert und aktives Handelskonto parallel. Deswegen rufe ich Sie an. Mein Job ist, Ihnen dabei zu helfen und Ihre Handelskonto richtig zu aktivieren. Herr Siebeneichen, sagen Sie mir bitte, mit welcher Vermögenswelt möchten Sie weiter handeln? Mit Bitcoin, mit Gold, oder? Sie sind Haben von Sie der Finanz... Gedacht, oder noch nicht? Hallo. Sie sind von der Finanz... Das habe ich schon viel... Lassen Sie mich doch einmal ausreden. Sie fallen mir permanent ins Wort. Sie sagten, Sie sind von der Finanzmarktaufsichtsbehörde. Richtig? Ganz genau. Ja, dann... Ja, richtig. Und die Finanzmarktaufsichtsbehörde, die bietet ja selber keinen Handel an. Die beaufsichtigt doch nur. Hallo? Ja, hallo. Schönen guten Tag. Spreche ich mit Richard Siebeneicher? Ja, das ist richtig. Ja, guten Tag. Ich habe Ihre Daten bekommen, dass Sie online handeln möchten. Stimmt das? Das kommt drauf an, was geboten wird, ja. Ja, sehr gut. So, dann ich bin Ihre Kontomanagerin. Mein Name ist Gabi Steiner und mein Job ist, Ihnen dabei zu helfen, um das Konto richtig zu aktivieren. Aber bevor wir das machen, möchte ich Ihnen ganz gerne Informationen geben und erklären, wie das alles bei uns funktioniert. Okay? Ja, dann fangen wir doch erstmal damit an, von welcher Firma Sie anrufen. Bitte? Dann fangen wir doch am besten erstmal damit an, dass Sie mir sagen, von welcher Firma Sie anrufen. Von Finanzmarkt, Finanzbörse. Von der Finanzbehörde, welchen Landes? Deutschland. Von der BaFin? Bitte? Sie rufen also von der BaFin an? Ja. Von der BaFin, sehr gut. Genau. So, und ja, was genau. ist der Grund Ihres Anrufs? Sie haben doch sich... Also Werbung angemeldet. Sie möchten doch handeln, online handeln. Ja, stimmt doch das. Und was hat die BaFin damit zu tun? Hallo, ist Ihr Telefon kaputt? Hallo? Hallo? Hallo. Hallo. Ihr Telefon ist kaputt, oder? Hallo? Ist Ihr Telefon kaputt? Hallo, hören Sie mich? Hallo. Ja? Ja. Jetzt. Hallo, hören Sie mich? Ja. Okay, super. Und meine Frage war. Meine Frage. Ja, bitte. Ja, da sprechen Sie doch erstmal. So, ich spreche jetzt gerade mit Siebeneicher, stimmt? Ja, das war doch vorhin, da hat doch gerade jemand, da war doch jemand anders am Telefon. Wer sind Sie jetzt? Genau, das war meine Mitarbeiterin, Frau Steiner. Und wer sind Sie jetzt? Jetzt, ich bin Adriana, ich werde Ihnen dabei helfen, um Ihre Konto vollständig zu aktivieren. Bei der BaFin? Okay? Ich habe ein Konto BaFin. Sie haben schon mal ein aktives Konto. Bei der BaFin? Genau, dort haben Sie ein aktives Konto, stimmt? Unter BaFin. Die BaFin hat doch gar keine Konten. Genau, unter BaFin arbeitet Ihre Plattform, das habe ich gemeint. Ah, meine Plattform, welches ist denn meine Plattform? Ich weiß es doch nicht. Wo handeln Sie denn? Wie heißt Ihre Plattform, wo Sie ein aktives Konto haben? Das müssen Sie doch wissen als BaFin. Das weiß ich nicht, weil ich bin ja von anderen Unternehmer. Von welchem Unternehmen sind Sie denn? Das ist ja Finanzbörse. So, sagen Sie mir mal bitte, handeln Sie bereit? Hallo, oder? Von welchem Unternehmen sind Sie denn?
Also, Unternehmer heißt Finanzbörse. So heißt unsere Hauptplattform. Die Finanzbörse? Das genau, ist Ihre Plattform. Dann haben Sie sicherlich auch eine Internetseite. Lassen Sie mich. Nee, ich möchte gerne wissen, mit wem ich genau rede, bevor ich hier weitere Internas erzähle. Schauen Sie mal. Ja. Erstens, also Finanzbörse ist Ihre Webseite, Ihre Plattform. Das war eine Frage. Hören Sie mal bitte zu. Und ich stelle Fragen. Ja, Sie sprechen und sprechen wieder. Ja, richtig. Lassen Sie mich bitte kurz ausreden, okay? Ja. Weil wenn Sie schon mal ein aktives Konto haben, dann habe ich kein Interesse mehr daran. Das wollte ich wissen einfach. Haben Sie ein aktives Konto, handeln Sie bereit oder nicht? Ja, Sie sollten das als BaFin doch wissen, oder nicht? Können Sie mir bitte ganz einfach antworten, haben Sie ein aktives Konto? Können Sie überhaupt, handeln Sie oder nicht? Können Sie auch Fragen beantworten? Warum sollte ich Ihnen sagen, ob ich ein anderes Konto habe? Das geht Sie doch gar nichts an. Das interessiere ich mich. Ja, das ist doch Ihr Problem, wenn Sie das wissen wollen. Ist doch gut, aber das ist noch lange kein Grund für mich, Ihnen, einer völlig fremden Person, irgendwelche privaten Internas zu geben. Schauen Sie mal, wenn Sie ein Kunde von anderer Plattform sind, dann habe ich kein Interesse daran, dass Sie mit mir reden. Okay? Erstmal sollten Sie mich ausreden lassen. Und mir nicht ständig, ach nee, schon nicht mehr. Als aufmerksame Zuhörer habt ihr natürlich sofort bemerkt, dass das nicht die BaFin war. Da haben die Betrüger mit mir ja genau den richtigen Scambaiter erwischt, wenn es um das Thema BaFin geht. Ich kann euch versichern, dass meine Gespräche mit der BaFin ganz anders ablaufen, nämlich entspannt, respektvoll und mit gegenseitigem Ausreden lassen. Verzeiht bitte, dass der erste Anruf relativ leise war, da der Call schon etwas älter war. Nun habt einen schönen Sonntag und ihr hört mich am Mittwoch wie gewohnt wieder. Bis dahin, euer Callcenter-Crusher.